Hey und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um diesen bulligen Kollegen. Das ist der funkelnagelneue VW T-Roc. Oder soll ich sagen Golf Iguan oder Golf Fuareg? Nee, keine Ahnung. Film ab. Nein, Spaß beiseite. Ich will mal als erstes den T-Roc von außen angucken, dann gehen wir ins Innere und dann fahren wir auf jeden Fall noch. Angefangen hier mit der Schnauze, die finde ich recht interessant, sieht sehr bullig aus, muss man sagen, von vorne richtig stramm und vor allem, er hat sehr viele Elemente von anderen VWs, zum Beispiel hier nach hinten, das sieht sehr nach Passat aus und die Motorhaube und die Linien, die nach hinten weggehen, die sehen sehr nach Tiguan aus. Ich finde es irgendwie interessant, ist mal was anderes, vor allem schön untermalt hier mit einer Chromleiste und dann hat man auch hier bei den etwas besseren Modellen noch diesen schönen LED-Ring. Besonders das Heck gefällt mir wirklich gut hier beim T-Roc. Ein paar schlichte Linien, wirklich eine schöne Leuchtenmatrix, sieht sehr, sehr edel aus, gefällt mir sehr, sehr gut. Einzig allein, was ein bisschen blöd ist, hier unten diese Auspuffrohre, das ist halt wirklich nichts. Und wenn ihr euch wundert, wieso der Wagen so dreckig ist, wir haben gerade eine Außentemperatur von minus 9 Grad und es hatte wirklich keine Waschstraße mehr offen. Auch die Seitenansicht ist schon irgendwie interessant. Gefällt mir zum Beispiel wirklich sehr, sehr gut. Sieht sehr flippig aus, sehr modern. Vor allem hier mit dieser Chromleiste, die einmal über das ganze Dach drüber geht. Schön das Dach in Schwarz. Und vor allem hier, wir haben die Sport Edition, also die höchste Edition. Die kommt dann schön mit 18 Zoll Alus. Und vorne und hinten mit rotem Bremssattel finde ich sehr, sehr stylisch. Einzig allein, was man sagen muss, der T-Roc ist so ein bisschen eine Mogelpackung, weil er von außen sehr, sehr groß wirkt, wirklich schön bullig. Aber wenn man nach innen geht, ist es eine ganz andere Sache. Und wenn wir schon beim Thema Innenraum sind, gehen wir jetzt da mal hin. Ja, herein in die gute Stube und als erstes würde ich mir hier gerne mal das Cockpit vom T-Roc anschauen. Und hier fällt sofort auf, das ist doch das Cockpit aus dem Polo. Nicht ganz. Es gibt schon ein paar Feinheiten, ein paar Kleinigkeiten, die sich geändert haben im Vergleich zum Polo. Ansonsten ist es sehr, sehr ähnlich. Zum Beispiel hier die Düsen links und rechts, die sind beim Polo unten. Hier und da so ein paar Kleinigkeiten, zum Beispiel auch hier die Luftdüse links ist beim Polo, schaut die nach oben, hier beim T-Roc ist sie nach unten. Also so ein paar Kleinigkeiten finde ich aber okay, weil es ein gutes Cockpit ist. Es hat viele Polo-Elemente, viele Golf-Elemente, die wir bereits kennen. Das Lenkrad zum Beispiel ist 1:1 das gleiche, ist aber sehr, sehr gut. Hier in der Mittelkonsole, hier die ganzen Belüftungsbedienungen sind 1:1 typisch Golf, finde ich aber sehr, sehr gut gemacht. Das Armaturencluster ist hier das iCockpit, also ganz stark gemacht, gefällt mir sehr, sehr gut, sieht übersichtlich aus, sticht immer ins Auge, blendet aber nicht zu sehr, sehr, sehr gut gemacht. Einzig allein, was mich hier nervt bei einem Auto, was 42.000 Euro kostet, sind so ein bisschen die Materialien, die hier verwendet wurden. Klar, hier in der Mittelkonsole sieht das sehr cool aus, vor allem hier in diesem grauen Plastik, aber wenn ich so viel Geld ausgebe, dann will ich auch woanders etwas hochwertigere Materialien, hier das Dashboard und die Tür. Das ist alles aus Hartplastik und dafür so viel Geld ausgeben, weiß ich nicht. Abgesehen davon gefallen mir hier die Sitze ganz gut. Wir haben jetzt hier die Sport Edition, also die höchste Edition. Und da haben wir diese coolen sportlichen Sitze eingebaut. Erinnert mich wirklich ganz schön an einen Nike Laufschuh. Hier ein bisschen Leder, hier dieses Mesh-Zeug gefällt mir sehr, sehr gut. Und wenn wir schon bei den Sitzen sind, gehen wir jetzt mal nach hinten und schauen uns den Platz im Vor an. Hier komme ich wieder auf das Thema Mogelpackung zu sprechen, weil ich habe mir eigentlich mehr Platz erwartet und mehr Komfort erwartet. Das hat man hier hinten im T-Roc nicht so ganz. Ich habe zum Beispiel hier nicht sehr viel Kniefreiheit und ich mit 1,78, das ist ja relativ Standard, habe ja nicht
wirklich viel Platz nach oben. Und vor allem die Sitze sind etwas steif, also so im Fond zu reisen ist vielleicht nicht so gut. Auch der Kofferraum fällt mit 392 Litern ja nicht sehr groß aus. Das ist gerade mal ein bisschen mehr als beim normalen Golf. Finde ich etwas schade, weil man will den T-Roc ja auch mal benutzen, um zum Beispiel auf Reisen zu gehen. Vor allem, es fällt hier auch durch die abfallende Dachkante. Das ist halt stylisch, aber nicht sehr funktionell, passt nicht sehr viel rein. Jetzt haben wir den Innenraum abgeschlossen. Jetzt würde ich mal sagen, jetzt gucken wir uns den T-Roc mal auf der Straße an. Und hier merkt man schon sofort, das ist hier typisch VW. Der Motor, der leise vor sich hinschnurrt, die bereits angesprochene Automatik, 7-Gang-DSG, das schaltet einfach stufenlos, Gänge gehen schön rein, der Wagen hat schön Drehmoment, er gleitet schön vor sich hin, es ist nicht zu laut, es ist nicht zu leise und was mir auch sofort auffällt, die Lenkung ist genauso wie bei jedem anderen VW. Mir gefällt es wirklich super, ich habe echt ein gutes Gefühl zur Straße, ich kann leichte Lenkbewegungen machen und dann ist der Wagen schön da, einzig allein, ich finde, dass er einen leichten Lenk-Deadspot hat in der Mitte, aber man fühlt sich sicher, man fühlt sich verbunden mit dem Fahrzeug, also von der Lenkung her ist der T-Roc auf jeden Fall auch gut. Auch wenn es nicht zum Fahrzeug gehört, will ich mir trotzdem mal ganz kurz die Performance angucken, also motortechnisch haben wir jetzt hier den 2 Liter Vierzylinder Turbo mit 190 PS. Das ist eigentlich das Aggregat aus dem GTI, bloß halt ein bisschen gedrosselt auf 190, der GTI hat 230. Das sorgt dann dafür, dass hier der T-Roc mit dem Allrad in 7,2 auf 100 schreitet. Das ist schon recht flott, gell? Ich gehe hier in die Option rein, ich bin auf der Straße und gehe auf Sport, da ist alles etwas straffer, etwas schneller. Und dann gucken wir an, wie der T-Roc sich auf 100 schlägt. Bereit? Ich stehe hart auf der Bremse. Gas und dann lass mal los. Und 20, 40, oh, 60, da hat es ein bisschen gedauert. Und komm schon, kleiner T-Roc. Und die 100. Okay, interessanter ist er mal in der Automatik fast in den Begrenzer reingekommen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Er schaltet trotzdem stufenlos. Aber da hat er sich schon schwer getan, gell? Das war nicht ganz so leicht, wie ich gedacht habe. Aber ich meine, wenn man sich den T-Roc kauft, achtet man nicht so sehr auf die Performance. Ich finde es okay. 7,2 Sekunden. Ich habe das Gefühl, das war etwas länger. Aber ich kann mich wirklich nicht beschweren. So, Freunde, jetzt haben wir den T-Roc auf der Straße angeschaut. Und jetzt gucken wir den Crossover-SUV mal im Gelände an. Da bin ich mal gespannt, weil man hat hier einige Features verbaut, die das Offroad-Fahren erleichtern. Finde ich sehr, sehr cool, weil viele von diesen Crossover-SUVs, das sind immer so möchtegern Offroad-Autos und da hat man nicht viele Features, die man auswählen kann. Das ist hier beim T-Roc ganz anders. Man hat hier ultra viele Sachen, mit denen man rumspielen kann. Finde ich sehr, sehr nett gemacht. Macht ultra viel Spaß. Und anschließend werden wir dann schauen, wie sich der T-Roc hier zum Beispiel auf so einem verschneiten Kiesweg verhält. Ich möchte mal ganz kurz hier auf das Infotainment-System hinweisen. Hier haben wir zum Beispiel ganz nett gemacht ein paar Infos zum Motor und zum Lenkwinkel. Zum Beispiel hat man links die Wassertemperatur, in der Mitte die Öltemperatur und rechts, sehr, sehr cool, kann man sehen, wie viel Grad die Vorderräder eingeschlagen haben. Und oben und unten, das haben wir jetzt nicht gegeben, kann man sehen, wie krass die Steigung ist. Also da schon mal ein recht cooles Feature. Man hat zudem, wie bei jedem VW im Grunde genommen, die klassischen Wahlmöglichkeiten, zum Beispiel Eco, Komfort, Normal, Sport und Individual, kann man auch einiges einstellen, gell? Da hat man viele Möglichkeiten, wie man seinen Wagen individuell einfach einstellen will. Und jetzt kommt einfach das Sahnehäubchen hier vom T-Roc und das ist hier unten dieser Drehrücksteller mit 4 weiteren Möglichkeiten, den Wagen einzustellen. Zum Beispiel auf Snow, auf Straße, wie wir bis jetzt gefahren sind, dann Terrain, Offroad und dann noch Offroad Individual. Das finde ich auch super cool, weil dann kann man zum Beispiel einiges an Sachen auch einstellen, gell, die Lenkung, den Antrieb, den Allrad, wie sich das Ganze verhält, finde ich super gemacht, gefällt mir sehr, sehr gut, macht auch wirklich viel Spaß, um damit rumzuspielen. Und jetzt würde ich mal sagen, jetzt gehe ich in die Snow-Einstellung und dann gucken wir uns mal an,
wie sich der T-Roc hier im Schnee verhält. Also ein bisschen Spaß werden wir jetzt auch noch haben. Und los geht's. Oh, also Grip haben wir. Wow, 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 das ist nicht schlecht. Guck mal, wie schnell der bei diesen Wetterverhältnissen abgeht. Nicht schlecht, du. Man merkt, dass er ein bisschen schwerer ist, gell? Also, das ist aber nicht so schlimm. Das macht ultra Laune. Guck mal, wie viel Grip ich auch habe. Schön mit den Winterreifen. Wow, das ist nicht verkehrt. Yes, also. Ihr merkt, ich lenke jetzt recht viel, einfach um zu testen, guck mal, oh, er kommt da leicht quer, aber super abfangbar, wirklich genial, gell, also das macht richtig Laune hier, also auch wenn man mal etwas Offroad technisch unterwegs sein will, geht das mit dem T-Roc absolut. Und wenn wir dann zurück auf der Straße sind, fällt einem auf, wie gemütlich, wie komfortabel, wie entspannt der T-Roc auch dahin gleiten kann. Macht sehr, sehr viel Spaß, vor allem hier typisch VW-Qualität, alles gleitet, alles entspannt, der Motor ist nicht sehr laut, hier das Fahrwerk dämpft alle Unebenheiten schön weg, die Lenkung ist sehr schön, sehr komfortabel, also es ist auch wirklich ein sehr gutes Alltagsauto und auch Langstreckenfahrzeug. Wir jetzt hier mit dem 2,0 Liter Motor haben einen Verbrauch von 6,7 Liter auf 100 Kilometer. Das finde ich wirklich sehr angemessen, sehr gut. Vor allem, was ich toll finde, dass VW da nicht ganz so mogelt mit den Verbräuchen, weil 6,7 ist ja Werksangabe. Dann ist man, wenn man wirklich sparsam fährt, vielleicht knapp über 7, sagen wir mal einfach 7 glatt. Und das finde ich echt okay. Klar, wenn man dann etwas sportlicher fährt, wie zum Beispiel jetzt hier in unserem Review hier, dann kann man schon mal die 11 Liter Marke knacken. Aber ich meine, so knappe 7,5 bis 8 Liter ist für einen Allradler wirklich okay. Was mich vor allem fasziniert, ist das iCockpit. Das digitale Cockpit hier vorne drin. Als Armaturencluster genial gemacht, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Links und rechts Drehzahlmesser und Geschwindigkeit, vor allem schön mit diesem blauen untermalt, sieht sehr, sehr stylisch aus, sieht sehr modern aus. Und das Sahnehäubchen auf jeden Fall hier von dem iCockpit ist das eingebaute Navi in der Mitte. Und man kann dann schön rumspielen, gell? Kann zum Beispiel komplett Navi machen, völlig verrückt, gefällt mir sehr gut, gell? Und dann natürlich links und rechts noch Infos anzeigen lassen und natürlich dann wieder diese klassische Ansicht. Schauen wir uns als letztes einen Punkt an, der mir ehrlich gesagt etwas in der Seele wehtut, weil an sich der T-Roc ein echt gelungenes Auto ist. Und zwar sind es die Preise. Man hat im Grunde genommen die Preise vom Golf übernommen und unser Modell jetzt hier, der 2-Liter Motor mit dem Allrad in dieser Sport Edition, also in der höchsten Edition, die es gibt, ist der Startpreis bei 30.800 Euro. Und das ist eine ganz große Stange an Geld. Und wir haben jetzt hier, ich will nicht sagen volle Hütte, aber wir haben einiges an coolen Features noch eingebaut. Dann sind wir bei 42.400 Euro. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine Menge Geld. Und da stelle ich mir dann schon die Frage, wo ist das? Wir haben einige Polo-Elemente, einige Golf-Elemente, wie bereits angesprochen im Rundgang hier, die ganzen Hartplastik-Teile, das gefällt mir wirklich nicht sehr gut. Und da muss man überlegen, ist man bereit, zu viel Geld auszugeben? Klar, man hat coole Features, coole Sicherheitsfeatures und Offroad-technisch ist der T-Roc auch sehr, sehr lustig. Aber wir haben ja nicht alles ausgewählt hier. Bei unserem Testwagen, da geht noch einiges mehr, zum Beispiel oben das Panoramadach, die Ledersitze vor allem, dann ist man locker mal bei 45.000 Euro. Eieiei, also ganz ehrlich, ich würde das Geld nicht ausgeben. Zum Schluss will ich noch ein Fazit hier zum T-Roc machen.
Mir hat der Wagen erstaunlicherweise echt gut gefallen. Hätte ich nicht gedacht. Ich bin ja so generell nicht der Fan von VWs. Das ist einfach so. Ich finde die Wagen relativ emotionslos. Mir hat aber hier der kleine T-Roc schon gut gefallen. Vor allem die Fähigkeiten im Offroad-Bereich, das war schon sehr spektakulär. Und vor allem die ganzen Möglichkeiten, die man da auswählen kann, super cool gemacht. Einzig allein, wo es wirklich hapert, ist der Preis. Ich meine, unser Testwagen, ja klar, ist die teuerste Version mit 42.000 Euro. Boah, das ist schon eine Stange Geld. Wenn man sich aber überlegt, die Basisversion, die kleinste Version mit dem 1,2 Liter TSI-Motor, die geht bei 20.000 Euro los. Das ist zum Beispiel dann wieder okay. Muss ich dann halt überlegen, ob es sich halt lohnt, hier die teuerste Version mit allem drum und dran zu kaufen. Ich würde es nicht machen, da ist jeder selber überlassen, was er macht. Aber am Ende war der Wagen schon recht cool. Jetzt ist die Frage, wie hat euch der Wagen gefallen? Lasst eine Bewertung da und damit kommen wir ans Ende von unserem Video hier zum VW T-Roc. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann jetzt wieder im neuen Video. Danke fürs Zusehen.